34 Jahre lang haben wir für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gekocht. In 414 Sendungen. Und manchmal sogar mit Freunden. Ja, und heute soll es ganz anders sein. Heute kochen nämlich unsere Freunde für uns. Wir wissen aber nicht, welche Freundinnen und Freunde. Und wir wissen nicht mal, was sie kochen werden. Wir sind also sehr gespannt. Kommen Sie doch einfach mit uns in die Küche. Come on, come on. Good food. Willkommen, liebe Zuschauer, bei Kochen mit Freddy Schenk. Nein, Quatsch. Wir befinden uns in den heiligen Hallen von Martina und Moritz. Und Sie wissen nicht, dass ich hier bin. Es wird eine tolle Überraschungsshow mit Überraschungsgästen und natürlich mit Martina und Moritz. Ich tue mal so, als ob ich hier schon öfter was gemacht habe. Irgendwann werden Sie reinkommen, bis ich mir dann den Finger geschnitten habe. Ich werde heute ein Kraut machen, das kann ich Ihnen schon verraten, ein Champagnerkraut. Und ich hoffe, dass man mich in Ruhe arbeiten lässt gleich, weil ich weiß, wenn Martina kommt, sie wird das Heft in die Hand nehmen. Aber ich freue mich, dass die sich gleich sehr freuen, uns hier zu treffen. Es kommen noch ein paar andere Freunde aus ihrem Leben und wir gestalten eine schöne große Kochshow. Viel Spaß! Los geht's. Und tschüss. Herzlich willkommen. Der Dietmar. Ja, sag mal. Ja. Ich erwarte euch hier und freue mich sehr. Wir kochen zusammen, aber ich freue mich, dass ich mal für euch kochen darf. Ja. Ich habe mitgebracht ein Champagnerkraut. Ein Champagnerkraut. Und ich freue mich, dass ihr mir gleich erstmal sagt, wo die Gewürze sind. Hast du aber schon fleißig gekocht hier, was? Ich habe nur schon mal soweit alles vorbereitet, weil ich denke mir, das braucht am meisten Zeit nachher. Das ist ein Hybrid aus einem Rezept von einem Kochbuch von Witzigmann und Biolek. Und ich habe einfach noch den Champagner dazu getan. Beziehungsweise es wird ein deutscher Champagner. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich glaube, ich kann in der gut geheizten Küche meine Jacke ausziehen. Wir haben alles so weit vorbereitet, dass es hier ein bisschen wärmer ist. Und ich habe schon was vorbereitet, Moritz, weil du weißt, meine Freunde, wir sind ja Groupies eurer Sendung. Ja. Und ich kenne mich ja schon ein bisschen aus, aber ich habe schon mal das, was du so schön machst, für die Gewürze. Ah, wenn du mir gleich dann die Wacholderbeeren und die Nelken und die Lorbeeren dazu zurecht machen würdest. Soll ich sie dir suchen? Ja, weil ich das weiß ich noch nicht. Ich habe mir schon mal ein paar Messer rausgesucht. Ja, und es beginnt bei diesem Rezept von mir damit, dass man Äpfel, Zwiebeln und Knoblauch anschwitzt, karamellisiert, dann kommt das Kraut drauf, Gewürze rein, Champagner drauf und dann bleibt das 45 Minuten für sich. Das ist ziemlich simpel. Sauerkraut ist ja sehr gesund. Ist sehr gesund, oder? Ich esse das auch am liebsten so. Wir haben nämlich extra. Ja. Und er hat... Ein Sauerkraut, wo haben wir es denn? Ihr habt auch schon was vorbereitet. Ah, nein, ich kann nach Hause gehen. Ich habe Sauerkraut mitgebracht. Ja, euer Sauerkraut, super. Weil wir große Sauerkraut-Fans sind. Ja, aber und das ist natürlich eine völlig andere... Und dieses hier entspricht noch am ehesten dem, was du aus deiner Kindheit kennst. Ja, weil das ist rohes, nicht pasteurisiertes Sauerkraut. Wunderbar. Aus dem Elsass, ganz knackig. Das ist natürlich ein Unterschied für Tag und Nacht. Wollen wir denn damit vielleicht einen Zweittopf aufsetzen, dass unsere illustren Gäste, es werden ja noch ein paar mehr außer mir, genug davon essen. Ja, das kommen wohl noch Idee. Zwei, drei. Das sehr gut. Es kommen noch zwei, dann bringe ich dir gleich einen zweiten Topf. Soll ich dir dann helfen, die Zwiebeln schneiden, oder wie? Wenn du da Lust hast zu solchen einfachen Arbeiten, ich habe mir, wie gesagt, schon eins von deinen Lieblingsmessern rausgesucht und eins von deinen Lieblingsmessern. Okay. Da kenne ich mich ja schon aus. Ich hole auf jeden Fall mein frisches Lorbeer. Das finde ich das ziemlich gut. Das ist gut, ein bisschen Wacholder. Ja, sehr gerne. Ich gebe dir zwei Nelken. Gut. Tust du Knoblauch dran? Ja, da kommt gleich auch noch eine kleingeschnittene Zehe rein. Okay. Hat man denn euch jetzt auf dieser schönen Überraschungs-Weihnachtssendung auch erlaubt, irgendwas vorzubereiten? Oder seid ihr heute wirklich vollkommen unbedarft? Wir sind an sich völlig unbedarft, aber ich habe versprochen, das ich mache einen Nachtisch. Ja, also bitte. Ja, ja. Was nimmst du für ein Fett? Ich würde gleich ganz normale Butterschmalz nehmen. Ich gebe dir jetzt auf jeden Fall mal die Zwiebel hier rein. Geht schon los. Mensch, ich habe auch schon Hunger. Also Butterschmalz müsste auf jeden Fall da sein. Das habe ich eigentlich immer im Kühlschrank. Aber ich bin mal gespannt, wie weit die da drin schon sind. Mit dem Induktionsherd, ne? Ja. Okay. Da klopft's. Ah, alles klar. Hallo. Da kommt der
Oh. Ja, was, also es ist ja wirklich... Ich habe gehört, es gibt was zu feiern. Ja, genau. Das hallo, ist ja schön. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch und sehr. Nicht auf großer Tour und nicht auf Reise. Ich bin extra in den Schwarzwald gereist, aber ich bin ja auch... Hallo. Wie schön, ja, ich freue mich sehr. Mensch. Ich wusste gar nicht, dass du so kochaffin bist. Ich bin genussaffin. Das ist schon mal sehr wichtig. Ja, ich glaube auch. Tamina hat heute ganz besondere Dietmar, Aufgaben. Mensch, ja. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr. Freue mich auch sehr. Ihr seid ja schon mittendrin, ha? Ja, wir müssen ja alles vorbereiten. Machst du Sauerkraut? Alles schon vor. Ich liebe Sauerkraut. Ich war gerade im Elsass am Drehen. Ah. Was habe ich da gekriegt? Natürlich. Schuhkrut. Und zwar haben wir nämlich, wir wussten nicht, dass es Sauerkraut gibt, aber wir haben gerade welches geliefert bekommen aus dem Elsass. So ein bisschen. Das ist aus dem Elsass? Ja. Ach was. Und jetzt vergleich das mal mit den Deutschen. Und du hast Dietmar das mitgebracht? Ich habe das mitgebracht. Das ist aus dem Marschland. Hast du aus Berlin hierher geschleppt? Nein, das ist aus einem Kölner Biomarkt. Oh, das ist aber hier schon, das hat eine ganz andere Note, ne? Ja. Ja. Mensch, und ihr seid jetzt gerade in eure Küche gekommen und da war Dietmar schon am Start. Wir haben ihn gleich wiedererkannt. Ja? Hast du dich zurechtgefunden soweit? Also ein bisschen war ich eingewiesen, aber ich brauchte jetzt natürlich gerade die Hilfe, gerade dieser Induktionsherd. Das ich bin ein Mensch, so Sache, der mit Ceran kocht und deswegen bin ich da, das ist für mich noch 7 Siegel. Wenn du einmal damit gekocht hast, willst du nie wieder was anderes haben. Ein bisschen Übung. Das ist Übung wahrscheinlich, Hast du Knoblauch mitgebracht? Ich habe einen Knoblauch hier. Ah. Aber ihr habt natürlich einen frischeren wahrscheinlich. Ja, klar. Aber ich habe erstmal einfach alles mitgebracht. Ich fand jetzt die Geste also zählt. Ich wusste ja, dass alles da hast ist. Hast du auch die Äpfel mit aufs Apfelgut gebracht? Dieser Apfel ist ein, du wirst es nicht glauben wollen, aus dem Rheinland, ein Demeter-Apfel aus dem Rheinland. Bisschen brauner dann, Zucker. Die müssen den richtigen Grad haben, bevor dann das nächste kommt. Weil sie nämlich sonst die Säure, die den Garprozess stoppt. Ja. Mhm. Sogar braunen Zucker. Zucker. Mhm. Machen wir in die Mitte. Es soll karamellisieren. Das Gastsein hat aufgehört. Selbstverständlich, Meister. Ich habe immer diese Ketten. Die sind bewundert an dir. Stimmt, das ist ja aus deiner Kollektion heute die Weihnachtsabteilung. Ja, ich lehre die Weihnachtsbäume. Weihnachtsbaum und den Nikolauskartoffel. Meines Vorschlags. Ich weiß, ich bin in einem Champagner-Nerd-Haushalt angekommen heute. Das ist von einem sehr alten, traditionellen Deidesheimer Weingut. Aha. Du kannst das aber nicht Champagnerkraut dann nennen, weil Champagner ist... Nein, ich nenne es auch einfach nur ein Sektkraut dann. Denn Champagner ist ein geschützter Begriff. Aber wir wissen ja, das ist trotzdem alles das Gleiche. Ich finde, man kann ihn vor allem, ich habe jetzt Zufall noch eine zweite Flasche im Eis. Also wir können uns auch einen kleinen Kochform erlauben, oder? Also das finde ich mal das Schönste am Kochen eigentlich. Als Grundlage. Ich nehme mal ein schönes, großes Glas. Okay. Da kann man nämlich den Geschmack am besten rausfiltern. Darf ich mal hier mal einmal kurz kleiner werden? So, darf ich den Darm mal zuerst? Mhm. Also hast du schon verraten, was das jetzt genau ist? Oder ist das jetzt noch so ein Überraschungs-? Ich habe schon mal so 2, 3 Sachen gesagt, denen die beiden sicherlich was anfangen konnten. Großes Weingut aus Deidesheim. Ja, das wird schon ganz warm. Und ich glaube, jetzt kommt auch noch... Oh, nein! Franzl! Nichts zu essen mitgebracht. Doch, habe ich was zu essen mitgebracht. Franzl gestern Abend in der Küche. Ja, guck mal, hier mit Rosmarin schon dabei. Ja, den habe ich gerade noch geklaut vor der Tür. Oh, was kommt da? Und dient weiter. Was hast du mitgebracht? Ich habe meine Leona mitgebracht. Oh. Ja, und diese Linsen? Ja, meine Linsen. Gibt es denn irgendwas Kartoffeliges dazu? Also das könnte man sich jetzt eigentlich ziemlich gut vorstellen. Oh, jetzt kommt hier die Schlachtplatte. Also eigentlich alles, was in die Familie des... Du, ich müsste hier im Sauerkraut. Das sind Bratwürstle, zum Sauerkraut. Das sind meine Sparrows. Oh, das sieht aber gut Sparrows aus. Und dann habe ich noch meine Blutwurst mitgebracht. Aber Franz, du hattest du vorhin noch so kleine Häppchen. Wollen wir die nicht schon mal auch? Das fand ich so toll. Du kannst aber auch wirklich... Ja. Der Franz hat nämlich so sein eigenes Corned Beef mitgebracht. Deine Nelken und deine Kümmelempfehlung und natürlich auch gerne die Lorbeerblätter. Ja, so. Sehr schön. Nimm die mal, schmeiß die ins Becken. Ja. Die werden jetzt gewaschen und wir kochen sie als Pellkartoffeln. Als Pellkartoffeln? Ja, in diesem Topf. Bitte schön. Ui. Ja, das müsst ihr probieren. Das sieht ja toll aus. Das musst du probieren. Was ist das jetzt? Corned Beef. Von meinen Rändern. Ach, du hast ja einen richtigen Ökohof mit allem drum und dran, ne? Ja, schön. Das ist doch, also zusammen kochen ist ja was vom Allernettesten. Und gleichzeitig schon gleich was genießen. Sofort was essen. Das sofort. Wir brauchen gleich Wasser. Ich hoffe, es ist kein Fauxpas, weil es ist ein Apfelmus mit Quitte und die Äpfel sind nicht von euch. Ja,
Ah, noch Fremdäpfel. Ich habe auch Fremdäpfel. Ich habe auch Fremdäpfel mitgebracht. Ich hoffe, man verzeiht uns das. Ich gieße mein Sauerkraut mit Wasser an. Okay. Aha. Liebe Dietmar, es schmeckt hervorragend, was du uns mitgebracht hast. Ja, ich bin ganz glücklich. Ja. Ich kenne euren strengen Gaumen. Was haben wir da? Das ist die Leberwurst. Oh, bitte. Das ist aber sehr liebevoll in der Portionierung, wie du das jetzt machst. Ja, ein Leberwurstbrot ist ein Leberwurstbrot. Und du siehst ja, Brot steht an zweiter Stelle. Aber das Leberwurstbrot schreibst du das Brot auch nur mit kleinem B, ne? Ja, klar. Man nehme eine Scheibe und ein Glas Leberwurst. Aber ich find's toll. Oh, mega köstlich. Und was machst du jetzt mit deinem leckeren Fleisch? Das kommt jetzt in den Ofen? Du, oder sind die Sparrips, die koche ich vor und mache sie so weich, dass du die Rippen rausziehen kannst. Und dann schneide ich das und dann wird das glasiert mit einer Glasur. Wo ist die denn? Und ein Backofen 200 Grad, bitteschön. 200 Grad Heißluft? Ja, volle Pulle. Ja, und schon ist es leer, das Leberwurstglas. Wir wissen ja jetzt warum. Ich habe hier so eine Glasur aus Honig, aus Senf, aus Chili und so Sachen. Mach vorher ein bisschen Paniermehl drauf, ein bisschen Salz brauche ich noch. Habt ihr Salz? Weil sie salzt die Brühe gar nicht. Merkst du, es ist wenig Salz. Ne? Oh ja, das ist genug. Reicht das? Das reicht. Und dann wird das einfach hier dick drauf gemacht. Dann machen wir ein bisschen Paniermehl wieder drauf, damit das nicht davonläuft. Und dann ab ins Rohr. Ich bin dran. Schnell gepudert. Mal gucken, was die da drin machen. Es hat so ein Gericht. Einfach rein. Bin ich nur Überraschung? Und da sind wir ganz scharf drauf gewesen, dass wir die nicht finden. Was ist los? Noch ein Jahr! Bist du ganz vorsichtig? So, ja, so. Mit langen Armen. Ich habe versprochen, dass ich wiederkomme. Ja, das ist wahr. Da bin ich. Ich finde es toll. Und du hast eine Kochjacke, hat er sich angezogen. Du bist so schmal, lieber. Was ist passiert? Du hast jetzt nach innen tallierte Hemden. Früher nach außen tallierte. Das kann gut sein. Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist schon. Ich bin angezogen worden von einem Duft. Kann du das siehst ja schon aus wie der Chefkoch. Ja, ich wusste ja, wo ich hingehe. Also deswegen habe ich mich schon. Tot. Die Farbe war egal, Hauptsache schwarz und ich rieche Sauerkraut. Ja, und da, aber du sowas musst wohl noch ein Häppchen kriegen. Aber wer ist hier der Krautmacher? Ich meine. Und schau mal her. Oh. Das ist nett von den Würstchen, die wir nachher braten. Das da ist Corned Beef von meinen Rindern und das ist die Leberwurst. Also für mich ist er Dreigestirn, also Prinz, Bauer und Jungfrau. Ich habe jetzt gerade, jetzt nehmen wir mal hier, was ist das, der Prinz? Gib mir mal ein bisschen was von dem jungfräulichen Mädchen. Hast du noch eine Handvoll für ein Gläschen deutschen Sekt? Oder ich sage ja immer, in der Küche braucht man mehr als zwei Arme. Zum Wohle und herzlich willkommen. Ja, zum Wohl. Schön, dass du da genau. Moritz, die Gläser klingen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sag mal, wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ihr warst auch zum Kochen hier, wie wir auch. Ja, damals war ich mit einem Kollegen von dir hier. Der Joe Bausch war mit. Und ihr, Franz, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir kennen uns seit fast 50 Jahren. Also ich kenne Martina schon länger. Ich kenne Martina schon länger mit dem Moritz. Was willst du jetzt damit sagen? Nicht das, was du denkst. Woher weißt du, was ich denke? Wir kennen uns aus Kölner Zeiten halt noch. Ne? Wir haben uns kennengelernt, da haben wir für die CEMA, die gibt es heute nicht mehr, die Zentrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft, haben wir eine Zuckerbroschüre gemacht. Genau. Da kannten wir uns aber schon, als du das gemacht hast. Du möchtest das vielleicht. Nein. Ich weiß nicht, wie sie überall tiefe Wurzeln. Müssen wir das jetzt vertiefen? Nein. Ich rühre mal lieber in deiner wunderbaren Suppe. Lieber zu meiner Wurst. Ja. Das ist jetzt hier nochmal deine, erzähl du mal. Das ist meine Saucisson de Lyon, wo immer alle denken, eine Lyoner ist eine Lyoner und das ist ja eine Feinbrätwurst. Das ist aber Saucisson de Lyon, das ist eine reine Schweinswurst. Komm, wir schneiden die jetzt einfach mal an. Ja, zack. Ich hab schon Angst, du kommst nie auf den Gedanken. Sein eigenes Besteck. Ja, sieht die toll aus? Guck mal, du siehst auch, dass da Fleisch drin ist. Ne? Ja, und zwar richtige Fleischstücke. Ja, das sind Pistazien, klar. Ja. Ich danke dir. Oh, duftet köstlich. Ich nehme das andere Ende. Apropos Arbeit.
Chef, Kochjacke ist schon an. Was kochst du? Ja, klar. Ich bin nicht hergekommen, um euch hier zuzugucken. Nee. Ich würde gerne auch einen kleinen Stand beisteuern. Aber ich warte erst mal, bis ich dran bin. Also ihr müsst ja jetzt erst mal hier fertig machen. Ja, genau. Und, ich meine, wir essen ja alle schon vorher auf. Hier sind ja nur noch anderthalb Würstchen. Hör mal, wir können doch eine Fusion machen wieder, wie früher. Ja. Apfelquitte, Kartoffelbrei und Blutwurst. Und wie heißt das Zeug? Himmel und Erd. Himmel und Erd. Ja. Wir machen Himmel und Erd. Also bitte ein bisschen mehr Kartoffelbrei. Was hast du gemacht, Henning? Ich bin heute Morgen eingebrochen bei euch. Ja. Ich musste schnell was vorbereiten. Hilfe, das ist ja bei so Kochsendungen ist immer so, der Dietmar hat mir mal erklärt, ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Hast du auch? Ja, ich habe schnell einen Hefeteig gemacht. Ja, nun, was der musste du schon mal gehen. Den brauchen wir nachher. Wir machen ja so ein paar Kleinigkeiten. Und genau, wir haben hier alles abgesucht, Mixer gefunden. Und dann haben wir haben sogar Hefe gefunden. Ihr habt ja alles. Ihr seid bestens ausgestattet. Und ich musste den so mal schnell von dem warmen Ort hier wegnehmen. Die ist bestens ausgerüstet. Ja, ja, ja. Deswegen, ich hatte Angst, dass der jetzt mir zu weit geht. Also, ihr könnt jetzt gerne weitermachen. Okay. Moritz, wenn du gleich pelzt, du musst diesen Trick zeigen. Ne? Diesen den Trick mit dem Pflaster? Ja. Das ist ja... Ja. Weil das ist einfach nur so einfach, wie es genial ist. Für die Kartoffeln? Schützt deine Gesundheit. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Guck. Was willst du? Mach's hier drauf. Ja. So, so. Und jetzt nehme ich die Kartoffel. Ach nee. Da das ja hier heiß ist. Immer so heiß ist, weil ich hier genau die Schale oder mit der Kartoffelmasse. Na, kann ich mir jetzt. Funktioniert. Hast du schon probiert? Ja, ja, klar. Mittlerweile bei Dietmar zu Hause. Schau, schau. Ich habe schon zeigen, dass du natürlich ohne ja, viel das besser gehst. Das ist echt der Trick schlecht. Dumm gelaufen. Bitte aus dem Kühlschrank die Butter bringen. Selbstverständlich, Madame. Ja. Ich reiche dir hier mal so an, du wirst entscheiden, wie viel Butter da reinkommt. Also da schneide doch mal bitte einen ordentlichen, oder warte mal, ich mach's dir. Ja, deswegen. Einen ordentlichen Stich Butter sehe ich da gerade, ne? Ja, aber frag mal den Franz, der würde diese Menge an Butter für zu wenig halten. Das ist wirklich zu wenig. Ja. Wie viel Butter muss denn? Dann sage ich, dann machen wir... So viel, fast ein Päckle. Oh Gott! Habt ihr schon denn darüber gesprochen? Und Sahne kommt aber gar nicht rein, oder wie? Ich mach's nur mit Sahne und nur mit Butter. Sahne und Butter? Weil die Milch brauche ich immer zum Kaffee, weißt du? Ja. Muskat muss natürlich ordentlich ran. Und damit der Franz nicht traurig ist, kommt noch ein bisschen Sahne dran. Die Blutwurst rausnehmen. Guck mal, die haben wir gemacht ohne ein Gramm Fett, weil es ist Fett genug drin. Ne? Hier rein auf den Boden. Und den hier brauchen wir den noch? Den Speck? Wo kommt der her? Oder? Irgendwann schon heute. Ja, wir schneiden ihn auf und essen ihn. Dann haben wir ihn gebraucht. Dem Franz aber nichts hinlegen, wird sofort verarbeitet. Sag mal, und du bist zu Hause auch kochmäßig so richtig ja, er voll? Er ist ja nicht nur Koch, er hat ja sogar auch Kochbücher. Das ist das Schöne an meinem Job. Ich muss ja immer erst abends auf die Bühne und habe damit tagsüber die Möglichkeit, also wenn die Kinder aus der Schule kamen, war bei uns immer gekocht. Meist durfte ich das machen und das ist schön. Also das ist schon. Ja, und das ist eine Form der Entspannung für mich. Und also Kochen ist auch was Sinnliches. Ja. Die einen sagen, sie machen Yoga, ich koche. Aber genau, man braucht halt Zeit. Also ich bin ja auch gerade so Rush-Hour des Lebens, Kinder, Job und so weiter. Und dann ich habe manchmal wirklich auch Rezepte gern gesagt, es geht schnell, es schmeckt lecker und ich kann jetzt nicht noch stundenlang eine Soße vorher, zwei Tage vorher ansetzen und so. Also manchmal ist eben schnell plus einfach gut. Ja. Schnell plus einfach gut, ja. Ah, ja. Das ist unser neuestes Buch. Ah, okay. Ja, damit kann ich mich gut identifizieren. Eine gute Vorbereitung. Wenn ihr euch hinsetzt, gebe ich euch was auf. Ja. Alles klar. Hier haben wir noch ein kleines Amüsgöl. Oh, guck mal her. Der Zauberer. Ein badisches Speckbrötle. Oh, herrlich. Oh, danke vielmals, sehr gerne. Das ist jetzt ein Speckbrötle? Vielen Dank. Oh, das ist Speckbrötle, ja. Das esse ich auch nicht jeden Tag. Das ist eine große Künstler. Vor allem dieses schnelle, einfache, köstliche. Aber wie so oft, das ist ein fantastisches Brot, das ist eine gute Butter und das ist natürlich ein hervorragender Speck. Und dann schmeckt das Hammer. Ja. Was haben wir jetzt alles auf die Beine gestellt schon heute? Ja. Finde ich super. Und die bekocht werden sollten, haben gleich wieder mit voll auf den voll eingestiegen und sind natürlich mit drin. Sehr zum Wohle. Genau, lasst die Glocken gehen auf eine schöne gemeinsame Zeit. Zum Wohl. Ein Fest vom Fest. Moritz. Ab heute nur noch Moritz. 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 Kann ich dir was helfen? Ich brauche nur eine Gabel, wenn du eine Gabel. Wir machen Himmel und Erde. Ja.
Dann kriegt jeder einen kleinen Klecks. Wie der schon duftet, das ist so dermaßen... Also das ist wirklich sowas, sowas Köstliches. Ich liebe Kartoffelpüree. Ne? Das ist wirklich... Ich brauche da auch gar nichts dazu. Nee, muss gar nicht. Das ist so ein... Hier sind die Hochzeitslöffel. Kannst du ruhig nehmen, da? Ja, ich glaube, das ist die Hochzeitsschublade. Die Arbeiterschublade ist hier. Welche Hochzeit? Tut mir leid, entschuldige. Welche Hochzeit? Ich habe die Hochzeitsschublade aufgemacht. Das wollte ich nicht. Und tschüss. Service. Ah, da sehe ich schon, dass du mit eiserner Hand wahrscheinlich früher die Küche regiert hast. Dein Moment. Oh, guck mal her, das sieht ja aus wie, wie so eine Maus mit zwei Ohren. Ne? Schnäuzer. Genau, das ist frisurtechnisch ganz, ganz Himmel und Erd in der Edelvariation. Genau, verstehst du? Haben wir alle? Ja, Maurice macht uns ein Bier. Wir haben uns entschlossen, ein Bier dabei zu trinken, zu Himmel und Erd. Zum Himmel und Erd. Das ist ja wie bei Dinner for One, immer zu jedem Gang ein anderes Getränk. Ne? Ich freue mich natürlich sehr, dass es jetzt eher etwas rheinisch ist. Himmel und Erd mit Flüns ist ja irgendwie rheinisch. Lieber Franz, sehr schön angerichtet. Das Auge ist mit, aber ich sage immer, das Ohr ist auch mit. Ich hätte auch noch eine kleine Überraschung. Zufällig sind ein paar Freunde von mir hier dabei. Komm mal rein, Jungs. Echte Freunde, stolze Dame, stolze Dame, Sudi, Engel, J und Pott. Echte Freunde, stolze Dame, ist auch die Glück, auch die Jöck und Glück im Pott. Freunde, Freunde, Freunde in der Not, die Jander, Hundert, Hundert, Oppelu. Echte Freunde, stolze Dame, Sudi, Engel, J und Pott. Hey, da sind sie! Hey. Guckt euch mal um hier. Der Moritz heißt er jetzt, hat auch ein Kölsch im Pilzglas. Also, es gibt Blutwurst, Kölsch und, guck mal, zwei leckere Mädchen. Fang uns an. Blutwurst, Kölsch und ein lecker Mädchen, das Brot, ein Kölsch und glücklich zu sein. Da seid Männer. Franz, wir müssen irgendwie mit Kleinigkeit mit zum Essen gehen. Ich wollte ja gerade los. Sonst klappt das mit der Musik nicht. Ihr bleibt ja noch ein bisschen. Ne? Gut füttern, sonst kommt nichts. So viel Gesang in der Küche habt ihr auch nicht alle Tage, oder? Das haben wir noch nie gehabt. Noch nie gehabt? Echt? Eine Band hattet ihr noch nie zu Gast. Eine Band? Also so eine ganze Truppe, ist das nicht herrlich? Sieht gut aus. Ja, und singen können die ja auch. Die haben nicht nur ein Playback hinten. Nein, das ist alles noch richtig handgemacht. So wie er handgemacht und mal Waschung ist hier nochmal mit dem. Ihr hattet noch nie eine Band, oder? Es hat noch nie und schon gar nicht so eine Superband hier. Ja, vielen Dank. Der Wahnsinn. Jetzt sind wir nicht ganz unvorbereitet. Ne? Ich sagte ja, das Ohr ist mit. Ich habe gehört, in eurem kleinen privaten Domizil habt ihr auch das eine oder andere Instrument rumstehen. Ich habe gehört, ihr habt auch ein Klavier, sogar ein Flügel habt ihr. Wir haben Flügel, ja. Flügel. Der ist sogar frisch gestimmt. Ey, fein, umso besser. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, da haben wir besser. Den Flügel natürlich stimmen lassen. Aber wenn ihr ihn einweiht... Ja, Micky, also würde dann deine Aufgabe. Wir würden dann uns vielleicht ein bisschen vorbereiten, vielleicht noch so was Weihnachtliches zum Besten geben. Und dann da würdet ihr schon mal gucken und ein bisschen nach dem Instrument und euch so ein bisschen einstellen. Aber nichts kaputt machen. Okay, Jungs, schön. Also wir sehen uns gleich weiter. Wunderbar, bis gleich.
Wir haben doch einen Sauerkraut. Die Challenge. Wir haben doch eine Sauerkraut-Challenge vor uns. Battle. Bratwürstle. Ja, genau. Wie konntet ihr das vergessen? Hier sitzt der Krautmacher. Ja, der Krautmacher. Du bist ja gleich der Referee. Dann gehen wir jetzt mal Teller anrichten. Ja, aber der war ja mal heiß. Du machst die Wurst heiß. Okay. Der sitzt jetzt an. Also, mit welchem fängt man denn am besten? Das ist schon nee, ich mit, dir mit dem aus. Anderen. Mit dem anderen. Mit dem anderen anfangen. Also deine Bratwurst ist schon mal sensationell. Und das Milde, das Milde ist sensationell. Ich danke dir. Vor. Jetzt Würstchen. Würstchen dazu. Oh ja, das mit dem Apfel. Das ist immer spannend, oder? Köstlich. Aber du siehst, das ist ein völlig anderes Kraut. Ja. Und sie noch nur ganz andere Kontinent. Und da ist jetzt kein Wein dran. Da ist jetzt kein Wein dran bei euch, ne? Und ihr habt, und ihr habt auch mit Schmalz angebraten, ne? Euers, ne? Nee, mit Öl. Ich habe Olivenöl genommen. Weißt du, auch, das Essen kann jeder, aber genießen will gelernt sein. Das Weißt du, wo wir hier sind? In der Urküche der, der deutschen Kochsendungen. Und wir zwei dürfen Gast sein bei M&M, genau. Bei Martina und Moritz. Und was noch eine größere Ehre ist, wir dürfen auch mal so ein paar Rezeptideen. Und ich drei darf an der dir Zahl. Helfen. Und wir, ja, wir zusammen. Und wir sollen nur zugucken? Oder? Nein, wir kochen ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen das zu Hause so zelebrieren würden. Da hast du recht. Ein paar Sachen haben wir vorbereitet. Es gibt gefährliche Dinge. Es gibt LSD, das macht der Kollege. Der sich mit Rauschgift auskennt. Das heißt, LSD lecker? Hat nichts mit Rauschgift zu tun. Nein. Leberkäse, Senf und aus Köln, da muss immer dabei sein, das Dömchen. Wir haben auch, guck mal, hier drunter versteckt haben wir, was ich heute schon mal erklärt habe. Wir haben ja ein bisschen Pizzateig gemacht. Dömchen. Moritz, gibt es was zu trinken? Ja, es gibt was zu trinken. Ein Küchengetränk. Ja, jetzt kriegst du ein Cidre von uns. Also, zweite ist, es gibt natürlich Hühnerspießchen, da brauche ich auch Hilfe. Also die rote Zwiebel und hier verschiedene Paprika, die werden hier in Streifen geschnitten, kommen auf ein Spießchen, so in Schlangenform. In Schlangenform. Da brauchen wir hier so, ja, ich sag mal so wie ein 2-Euro-Stück, große Stückchen, die wir dann so im Wechsel immer mit auf die Spießchen geben können. Versucht zwei rauszukriegen, das wäre sehr gut. Henning, jetzt schau dir das an. Du hast sogar drei rausbekommen. Sensationell. Ist das eine gute Breite? Ja, aber die brauchen wir jetzt noch mal. Guck mal hier, wenn wir das so aufspießen. Jetzt käme hier, machst du ruhig ein bisschen größer. Hoppala. So ein Stück dann hier drauf. Aha, das ist ja raffiniert. Und dann vielleicht noch eine andere Farbe dazwischen? Kann man gerne. Also da ist der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Und dann immer im Wechsel. Wird es auch gewürzt irgendwie? Ja, entschuldige, das sollte man vorher machen. Okay. Gut, dass du da bist. Ich gebe dir das mal rüber. Also die müssen nur mit ein bisschen Salz. Salz und gut, Pfeffer? Und vielleicht ein bisschen Paprika? Und ein bisschen Paprika haben wir hier. Okay. Ich habe es ja immer gerne ein bisschen scharf. Also entscheid du, was da für euch am besten. Dann Chili-Pulver kann ich dir alles bieten. Von pikant, bisschen scharf, sehr scharf, extrem scharf, super scharf, höllisch scharf und unerträglich scharf. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ihr nicht wirklich für alles die entsprechende Zutat gehabt hättet. Guck hier im Hause. Ich habe jetzt eine Mischung gemacht aus Salz, aus diesem schwarzen fermentierten grünen Pfeffer. Und da lasse ich diese Fleischstückchen da drin ein bisschen. Fein. Bisschen drin machen. Wälzen und marinieren, wunderbar. Okay. Also die Idee, das so schlangenförmig zu machen, das finde ich sehr schön, das gefällt mir gut. Wo hast du denn diese Ausstecher her? Die finde ich ja toll. Damals sind wir ganz schnell fündig geworden. Eine Architektin, eine Innenarchitektin aus Köln, hatte ja in Eigeninitiative dieses Förmchen entwickelt. Und als wir davon Wind bekamen, haben wir da sofort unsere kölschen Tapas in diese Richtung getrimmt. So, ich bereite in der Zwischenzeit das dritte im Bunde vor. Das ist ein Düvels-Leverwurst. Düvel, so nennt man in Köln den Teufel. Weil es sehr scharf ist. Und deswegen bin ich, Moritz, sehr, sehr dankbar, dass ihr so ein spezielles Gewürz pass habt. Auf hier. Da machen wir doch das ganz schärfemäßig einfach. Schärfemäßig sind wir außerordentlich gut aufgestellt. Aha. Ja, das haben wir in größerer Auswahl.
solche Chilischoten nehmen. Dann wird es ganz scharf. Das ist ganz scharf. Also ich würde vorschlagen, wir nehmen hier diese Rocotos. Die sind nicht so höllescharf und die haben vor allem ein sehr schön dickes Fleisch. Und übrigens auch, wie man hier sieht, schwarze Kerne, was ja ganz witzig ist. Ja. Aber die schneiden wir natürlich raus. So, die Spießchen sehe ich schon, das wird schon sehr, sehr schön. Bist du damit hier muss man auch nichts erklären, das ist alles überhaupt kaputt. Und die Dömchen, ist ja wohl der Knaller, also sensationell. So, das mache ich jetzt mit dünnem Senf, ne Meister? Ja, ich backe hier gerade Paprika und Zwiebel ins Schälchen. Ja, also die sind wirklich scharf, sagst du? Die sind mittelscharf. Ah, okay, gut. Dann brauchen also, wir müssen dann beim Abschmecken aufpassen. Henning, soll ich dir auf einen von deinem Tellerchen da schon mal so aufstellen? Nein, was ich gebe dir das Blech rüber. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ich probiere mal so ein scharfes Teil, was der Moritz da schnippelt, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Hey, die können ja wirklich was. Ja, toll. Ja, wunderbar. So, und die feine Leberwurst, die muss nicht zwingend aus Köln sein. Martina, also vielen Dank. Ihr habt aber wie sieht denn die feine Leberwurst in Köln aus? Genau so. Aber die behaupten nur, ja, aus der Silberinstraße muss es sein. Nein, die behaupten nur die Kölner, die muss aus Köln sein, weil sonst tut es nicht. Schon mal ein immer genommen? Fest dran. Ich habe dafür sowas jetzt keine Zeit, Martina. Ach, ich muss hier Kölner Dömchen bestreichen. Das ist was für einen, der Vater Mutter erschlagen hat, hieß das früher bei uns. Ich sehe schon das. So ein Job. Bist du sicher, dass das nicht ein bisschen zu dünn ist? Ja, aber die ist gut. Das habe ich extra so gemacht. Nein, ich habe gedacht, je mehr Senf da drin ist, desto schneller fallen sie auseinander. Nein, die brauchen auch nur drei, vier Minuten. Nein, ich meine wegen der Senfstärke. Der Senf ist der Leim. Ich wurde gerade leicht freundlich anermahnt, ob es vielleicht zu wenig Senf zwischen den Dönchen gibt. Gibt es auch noch ein Hühnerei in diesem Hause? Ja, ich brauche noch ein auch. Eigelb. Du wolltest ein Eigelb? Bitte ja, sehr. Ich komme jetzt zu dir rüber. Bitte einfach hier jetzt rein. In die Leberwurst dann Eigelb. In die Leberwurst kommt Eigelb, genau. Es kann sein, dass ich noch ein zweites brauche, weil wir doch jetzt hier 250 Gramm Da werden wir aber noch viel Post bekommen. Denn dann werden viele Leute fragen, was ihr wollt doch nicht etwa ein rohes Eigelb essen. Aber ich werde dann aber antworten, das ist ein glückliches Huhn, das sind nämlich unsere eigenen Hühner. Siehste, und die haben nur gutes Ei. So, dann haben wir hier jetzt die Pfanne heiß. Ihr habt hier gemischte Kräuter, ne? Da hier sehe ich ein bisschen Dill, da ist ein bisschen Petersilie. Darf ich mir das ein bisschen hacken? Ja, klar. Also hier haben wir unsere Dömchen, die so ein bisschen ihre Form verloren haben. Ja, aber das ist schon da sind fein. Wir dann nicht unglücklich. Die brauchen wir. Ja, genau. Okay. Die sehen aus wie kleine Schweinchen. Ja. So, das sieht schon sehr gut aus. Ich lasse euch auf jeden Fall das eine Förmchen hier. Oh, ne? Das ist aber damit schön. Ich sehe schon, was der Moos für Spaß daran hat. Guck mal, die machen da Bastel. Das ist ja schön. Da ist so ein Ding drin. Ja, toll. Förmchen. Danke dir. Das finde ich sehr schön. Super. Das wird auf jeden Fall benutzt. Es wird gleich noch eine Aufgabe geben. Und zwar dieses Brett in den Ofen zu kriegen. Ohne dass die Dömchen. Ja, bitte. Das wäre fast zwingend. Wer übernimmt diese Verantwortung? Der Chef. Du klingst ja wie der kommende Kanzler, Mann. Wer übernimmt diese Verantwortung? Guck mal hier, weil ich immer noch eine ruhige Hand habe, oder? Wunderbar. Die Spießchen Henning kommen hier auf das Tablettchen, ne? Nee, die kommen auf den Kopf. Genau so. Perfekt. Ich habe deine innersten Wünsche, habe ich entdeckt. Ja. Ich merke schon, ich muss häufiger kommen. Das ist jetzt ein bisschen wie ein Torero, ne? Mad Eagle 2021 ist es eigentlich. Ja. Ja. Natürlich muss auch was Süßes zu essen geben. Das ist doch klar, sonst ist es kein Festessen. Ich habe eine Schokoladentorte gebacken, die mag jeder. Und die ist auch ganz, ganz einfach. Man kann sie schon am Vortag machen. Einfach Eigelb mit Zucker und Butter Schaume rühren, dann kommt die geschmolzene Schokolade rein und schließlich Mandeln, geriebene Mandeln und am Ende Eischnee. Das ist alles. Keine Hexerei und es muss nur noch gebacken werden und jetzt mit Puderzucker bestreut. Dann wird es in Stücke geschnitten und zwar möglichst schmale Stücke, weil das ist ganz intensiv. Das ist wie Konfekt. Also ungefähr so ein kleines Stückchen. Und dann gibt es nämlich nur ein wenig geschlagene Sahne dazu. Und ich sage Ihnen, das mag jeder. Da ist man begeistert. Und dann die Sahne habe ich natürlich wieder in meinem wunderbaren Schwiegermuttergerät. Zum halb steif, wie
wie eine Creme. Und dann ein Klackser. So. Oh, Mensch, Mensch, das ja, und hier super. Ist so die richtig was los. Die heiligen geradezu. So, wir haben die Getränke. Kölsch ist doch. Ich hab den schnell. Oh, da geht's schon gleich in die... Oh, das habt ihr ja toll angerichtet. Mensch, ja, das hat alles Henning geschaffen. Nein, 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 das war Teamwork. Teamwork. Da Dom, Teamwork. Da Dom, ja, da Dom. Und hier sind auch Dömchen, die sehen zwar aus wie Ostermäuse. Ja. Darf ich mal? Ja, guck. Ja, genau. Eindeutig. Also Fingerfood, ne? Es gibt keine Teller, Messerchen für die Düvels, Leverwurst, Hühner am sorry Kollegen, wir haben euch alle aufgespießt hier. Und der Kölner Dom durfte natürlich nicht fehlen, das oder? Sieht während toll der Moritz aus hier aus der Magnum-Flasche einschenkt. Was aus denkt dem Schwarzen. Ja, da gibt es einen Apfelschaumwein. Ah, der eigene, eurer? Natürlich. Zur Feier des Tages. War eine blöde Frage, Entschuldigung. Das ist mal richtig eine ernstzunehmende Flasche hier. Ja, Mensch. Also, wow. Das ist ja ein. Oh, vielen Dank. Ladies first, komm. Die Dame des Hauses ja wohl ehrlich. Doch, natürlich. Zum Wohl, Mensch. Was ein schöner, geselliger Abend hier bei euch. Kommen wir mal gleich dran. Martina, Moritz, auf euer, auf unser aller Wohl. Ja. Auf eine schöne verbleibende Weihnachtszeit. Die Jungs haben den Flügel tatsächlich ausprobiert und für gut befunden. Ja, das freut mich sehr. Wenn ihr mögt, würden wir jetzt gerne noch ein kleines Ständchen spielen. Oh. Jetzt kein Weihnachtslied, aber vielleicht eine kleine besinnliche Ballade, die vielleicht auch zu euch passt. Ihr seid international unterwegs, was eure Kochkunst angeht. Rezepte international. Und trotzdem seid ihr sehr bodenständig. Immer wieder zu Hause. Oh, wie danke. Was für ein schönes Lob. Ihr habt immer die Straße nach Hause gefunden. Und die schönste Straße, so heißt es, ob Kölsch, ob eurer Reise, auf eurer Reise, die führt nach Hus. Höhner, fangt an. Ihr nehmt euch was zu essen. Okay. Ich war in Rom und in Paris. Mich triefelt Fernweh dahin, wo de Welt am Eng ist. Ich wollte Russ, han gesögt um Glück. Doch irgendwann traget mich dann wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich der Dom vom Wegem sah, han ich gewusst, die schönste Straße ob minger Reis, die führt nach Hus. Die schönste Straße ob minger Reis, die führt nach Hus. Ich han ne Welt gesehen, komm nirgends an. Ich fuhr mit'm Rucksack voller Träum vor der Ozean. Immer allein, da wurd mir klar, dat all mein Sehnsucht nur de Fan nur irgendwie war. Und jedes Mal, wenn ich der Dom von wegen so, han ich gewusst, die schönste Straße ob minger Reis, die führt nach Hus. Die schönste Straße ob minger Reis, die führt nach Hus. Ich will nach Hus und nehm mich fort. Bring mich nur hey von hey zurück, Leverjord. Ich steh Jesus bei der Station, hebe uns am Dom. Dat Fädel fiert mein Wiederkehr. Und endlich weiß ich wieder, wo ich wirklich hingehör. Von Högern steht in meinem Grundgesetz der beste Kompass, der dich führt, das ist die Hetz. Und jedes Mal, wenn ich der Dom von Wegem sah, han ich gewusst, die schönste Straße ob minger Reis, die führt nach Hus.
Die schönste Straße am Mingerreis, die führt nach Hus. Und jedes Mal, wenn ich der Dom von wegen sah, hab ich gewusst. Die schönste Straße am Mingerreis, die führt nach Hus. Die schönste Straße am Mingerreis, die führt nach Sulz. Das ist ja toll. Ich bin ganz gerührt. So, jetzt gehen die Jungs auch was zu trinken, oder? Jetzt ja, aber ja. Jetzt ja. Ja. Also, ja. Das ist Gänsehaut, schön, ne? Ja. Das ist schön. Er hat richtig Gänsehaut. Ja, ich habe auch Gänsehaut. Oh, Sirio. Das zu nach Hause kommen ist eigentlich immer das ja. Schönste. Das ist doch wahr. Das genau. Ist doch wahr, genau. Und es gibt auch dieses schöne Sprichwort, die Welt gehört dem, der sie genießt. Ja, du hast vollkommen recht. Ist doch, das ist doch genau das gesagt. Das muss ein sehr kluger Mensch gewesen sein. Wohl zum Wohl. Sind wir alle richtig. Ja. Prost. Leopard, zum Wohl, danke. Ja, die Jungs kriegen jetzt auch noch was zu essen, natürlich. Ja, lass mich fragen, habt ihr zwei vielleicht noch irgendeinen Wunsch? Du Viva Colonia. Ehrlich? Ja. Kein Problem, zähl an, Heiko. Da sind wir dabei. Wir danken euch allen, dass ihr alle da Zeit genommen habt, zu uns zu kommen. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir danken euch. Und wir danken euch, liebe Zuschauer. Und wir verabschieden uns von Ihnen. Aber wir sagen nicht Tschüss. Sondern auf Wiedersehen. Aber vorher.